Hallo Leute, ja, wir hatten zwei Aufgaben für diese Folge. Einmal diese Steine und das andere waren da die Bruchsteine, ne? Oder wie hieß es? Steinziegel. Das müssen wir beides in dieser Folge machen. Hier unten wäre vielleicht ein Bahnhof sinnig, weiß ich aber noch nicht. Müssen wir mal gucken. Entscheiden wir nach dem Logo auf dem Großbildschirm, ne? So, das ist hier die Ziegelei. Was hat das denn? Hat das eine Anbindung, ist die Frage. Logistik. Es hat keine Einbindung. Das hier ist Anbau ist zu weit weg. Oder nee, ist eine Bushaltestelle. Okay, das würde bedeuten, wir müssen so oder so hier was bauen. Da ist jetzt dann die Überlegung, wie sieht es denn hier mit einem Bahnhof aus? Der würde auch Wirges Abzweig nutzen können. Dann könnte man auch da anliefern, um etwas anderes hinzubringen. Wie weit können wir nach hinten? Das würde aber nicht mehr da hinten hinpassen, oder? Oder wir würden diese Straße zerstören. Und wenn wir Wirges halt, oh, aber das reicht so. Es reicht so. Aber wir machen ihn länger. Wir machen ihn auch gleich zweigleisig. Bis dahin. Und ich würde ihn auf 120 machen, wenn es geht. Es geht bis 120. Hier wäre er tief und da wäre er hoch. Ich glaube, wir machen ihn hoch. Da geht es aber irgendwie nicht. Kann hier nicht bauen. Wieso kann ich hier nicht bauen? Na, warte, da war er. Warum konnte er ihn da gerade nicht bauen und dann doch? Dann würde ich so machen, oder? Ein- und Ausfahrt wird ein Problem werden, ne? Also macht das so keinen Sinn. Wird es so Sinn machen? Kann ich ihn da irgendwie so abdecken, dass das geht? Ich könnte so von beiden Seiten reinfahren in dem Sinne. Ist noch abgedeckt. Zweigleisig. Könnte man ihn da so hinbauen einfach. Hier ist nur abliefern, ne? Nee, das wäre mir zu riskant. Bauen so dahin. Den komme ich nicht dahin, okay. Das ist schon mal schlecht. Das würde bedeuten, ich muss hier so rausziehen irgendwie. Okay, das ist schon wieder auch schlecht. Dann ziehen mal so. Dann würde ich ihn so rausziehen und so rausziehen. Das Problem wäre, weil wir haben dann nur einen. Aber eigentlich wäre das jetzt nicht so schlimm. Signale gerade einmal hier noch. So und so und so und so. Und hier. Es darf halt nur. Aha, wir müssen definitiv hier schauen, dass wir da zwei Gleise hinkriegen. Anders funktioniert das hier nicht. Da mag er mich irgendwie noch nicht, ne? Das heißt, wir müssen da mal was runter machen. So geht's jetzt mit dem Gleisen dann. Natürlich nicht. Das heißt, wir reißen noch hier was von ab und müssen dann auch hier noch was wegmachen. Gucken, ob es jetzt reicht, beziehungsweise geht. Und jetzt noch bitte hier rüber.
Da sieht gut aus. Der Zug wartet da und ich weiß nicht warum. Signal hier machen. Dann fährt er auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist schon mal gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Und ja, ich sehe schon das Problem. Wir kommen nicht aus diesem raus darüber wahrscheinlich. Das ist schon fehlgelaufen, ne? Das heißt, das muss da nochmal weggerissen werden. Und wir müssen das dann auch noch anpassen von der Höhe. Und schauen, ob das jetzt klappt. Ich glaube, so klappt es jetzt. Signale nochmal bitte. Das ist erstmal gut. Ich hoffe, das funktioniert so. Okay, das wäre erledigt. Jetzt bedeutet das, wir brauchen einen Zug, der dahin fährt. Er ist ja angeschlossen. Wie viele Tage haben wir noch? Kann man, ach shit, jetzt habe ich es ausgemacht. 128 Tage. Das müssen wir aber noch schaffen. So, wir müssen von hier die Steine dann darüber bringen. Dafür müssen wir einen Lokschuppen haben, um einen Zug zu kaufen, ne? Wo war der? Der war hier oben. Kaufen. Diesen mit Steinblöcke. Kies. Ist das nur der hier, ne, oder? Ja, sieht so aus. Länge ist 96 Meter. 106 Meter. Geht noch einer? 118 Meter passt da in den Bahnhof auf jeden Fall rein. Kaufen. Und den Zug halt hinzufügen. Schnell darunter. Laden. Vollladen, halt hinzufügen. Entladen. Speichern als Stein zu Birges 1 passt und starten. Zug ist unterwegs. So, das würde bedeuten, ich habe das hier erledigt. Jetzt ist unsere zweite Aufgabe dieses hier. 149 Tage haben wir auch richtig gemacht. Das andere war kürzere Zeit. So, wo kriegen wir die aber her? Waren die hier unten? Ist das so? Schneiden die hier auch die schneiden auch die Dinger hier ab. Das sind diese hier, ne? Ja, die werden da geschnitten. Das heißt, der Zug muss von hier aus fahren nach... Wohin? Nach hier. Ja, dann müssten wir den das da mitliefern lassen, weil ich glaube, der ist ja nicht kaputt. Hier fährt doch ein Zug hin, ne? Das ist doch der eine. Ist das dieser? Morgenteich Nord ist hier unten und Heubach Anbau. Kann ich da auch hinspringen? Ja, Heubach Anbau ist da, passt. Das heißt, ich muss von Heubach Anbau nur mit einem LKW darüber fahren. Logistik. Hier sind Lager. Das heißt, ich muss da noch ein Lager hinzufügen. Lagerhäuser hier. So, dieses Lagerhaus soll diese Steine haben. So, und das heißt, der Zug, der da hinfährt, den muss ich jetzt auch noch erwischen. Da ist er. Ah, der ist jetzt gerade voll, ne?
Dann möchte ich das gerade nicht machen. Dann lass uns gerade noch ein Fahrzeug besorgen. Vielleicht ist ja hier was drin. Ne, ist nicht. Kaufen wir. Diese. Kaufen. Ja. Halt hinzufügen ist. Hier. Laden. Und halt hinzufügen. Entladen ist dann. Das hat auch gut geklappt hier. Zwei direkt nebeneinander, ne? Entladen ist da. Speichern als Stein zu Melrichstadt Nordwest. Na, jetzt habe ich das Fenster angepackt gekriegt. Jetzt fährt das Auto. Stein zu Melrichstadt Nordwest. Das soll erstmal so reichen. Garage kann zu. Dieser Zug ist schon wo? Na, jetzt lass mal gerade schneller fahren, dass der leer wird. Weil wenn er leer wird, können wir jetzt sagen, mach hier mal was anderes drauf. Nämlich den. So, ich hoffe, das hier wird funktionieren, dass der nicht bankrott auf Dauer geht. Schrecklich ist er. Ja, müssen wir gucken. Fahrzeug hat sich verirrt. Wo? Wieso hat er sich verirrt? Weg ist 1. Wo liegt hier das Problem? Auf jeden Fall ist er zu lang. Lass uns mal schnell nochmal diese Signale hier wegnehmen. Vielleicht liegt es daran. Ich glaube, es liegt hier dran, ne? Ja, die Signale standen schlecht. Gleise, Signale. Das sind alles wieder Vorsignale, die ich da gebaut habe. So ein Shit, ne? Hier muss ein Vorsignal. Und da muss auch ein Vorsignal. Und hier muss so ein Signal hin. So, jetzt passt das. Glaube ich. Und hier ist Vorsignal richtig. Hier ist ein normales Signal, weil da soll er ruhig reinfahren. Er soll da auf jeden Fall immer die Kreuzung frei halten. Hier soll normales Signal sein. Hier Kreuzung frei halten. Hier normales Signal, das ist auch falsch. Könnte sein, dass es jetzt richtig ist, ne? Allerdings hat der, ne, der, doch, der fährt da rein. Der hat aber eine falsche Ladung dabei, meines Erachtens. Warum fährt er hier mit so anderen Sachen auch noch rum? Und das gab's da halt, oder was? Ja, das nützt mir aber nichts. Der hat alles geladen, aber nicht das, was ich wollte, ne? Er sollte eigentlich hier nur Quader laden, ne? Und das hier auch nochmal ändern. So, jetzt ist es richtig, glaube. So, 82 Tage, 136 Tage. Und die haben jetzt 6 Quader. Die haben noch nichts. Ist denn da schon mal irgendwo was angekommen jetzt? Hier ist leer. Da kommt aber der Zug. Der hat jetzt die Steine da passend bei. Den können wir zumachen. 712.000 haben wir jetzt hier. Eigentlich sieht das gerade gut aus, oder? Er liefert jetzt ab hier. Das ist auch zu kurz der Halt, ne? Aber er entlädt ja trotzdem, dauert nur länger, glaube ich, ne? Wie wir jetzt hier sehen, ne?
Wenn das jetzt unser LKW wäre, der das da abholt, das wäre richtig cool, aber ich glaube, der ist noch nicht so weit. So, ich muss hier hinklicken, dann kriege ich einen LKW. So, Steine sind da. 10 Stück an der Zahl. Wo ist der LKW? Der ist auch um die Ecke irgendwo. Okay, der hat auch schon welche geladen oder was? Ja, wieder was Falsches geladen, war klar. Der soll das laden. Wenn das so ist. Ich hoffe, das war jetzt gerade der LKW. Wo ist er? Der ist es, glaube ich, ne? Habe ich jetzt. Ja, das passt. Da ist er, ne? Hier sind 10er und 79 Tage. Er müsste aber jetzt langsam hier schnallen. Achso, es sind keine im Lager. Aber wir haben abgeliefert, ne? Der fragt auch gar keine hier nach mehr. Ist das unser LKW? Ja. Fahr mal schnell mit. Kann man das auch kürzer gestalten, dass er woanders lang fährt? So, er bringt jetzt die Steinziegel. Jetzt müsste hier was passieren im Lager, ne? Ja, tut's auch. 5 abgeliefert. So, und wie ist es hier? Da ist nichts, der Zug steht da aber. Ach so, da sind 34 jetzt drinne. Er wartet auf freie Strecke für was? Für dieses Vorsignal wieder. Jetzt fährt er, hat geklappt. Ja, passt schon. So, jetzt nur die Frage, wann werden diese Zeiten hier so sein, dass es klappt? Also hier sind ja 28. Und das hier war mit dem Dingens, ne? Da wird er mit dem LKW beliefert. Vielleicht reicht da eine LKW nicht. Hier sind 5 drinne. Wie sieht's mit dem aus? 62 und 13 sind da. Hier ist die Nachfrage groß, aber wir haben noch welche auf Lager. Hier der Zug ist gerade durch, das heißt, hier sind 15. Das heißt, definitiv können wir da. Dieses Fahrzeug war doch das Richtige, ne? Ja. Das werden wir jetzt mal gucken, dass wir das klonen können. Ja, kann man hier nicht so einfach, wa? Stein zu Melrich Stadt Nordwest ist das dann, okay. Wo war die Stelle, wo ich das Haus hatte? Ne, hier sind wir ja verkehrt, oder? Ja, hier sind wir schon verkehrt. Wo ist die Straße? Da. Kauft man noch so ein LKW? Kaufen. Und Stein zu Melrich Stadt Nordwest. Und fahren. So, da haben wir den auch. Das kann zu. Hier ist leer. Das ist nicht gut. Das sind aber die Steine. Das ist das, was wir gerade hatten. 124 Tage, hier schließt es in 70 Tagen und hier sind aber wieder 13 da. Gehen wir gerade nochmal hin zur Industrie. Die ist da und wir liefern ja hier an. Rein theoretisch muss das funktionieren, aber hier sieht es ein bisschen schlechter noch aus. Ja, das ist dein. Ist das der? Nee. Welches Fahrzeug war denn das jetzt hier? Dieses, ne?
Wird beladen? Wo denn? Ah, jetzt fährt er. Wo fährt denn hin? Ja, du musst nur abliefern, ne? Ich hoffe, das macht er auch. So, hier ist noch einer drinne. Wann kommt der Zug zum Nachliefern? Der ist schon da. Das heißt, das müsste eigentlich gesichert sein. Weil der liefert ja jetzt die Quader wieder an, ne? So, da kommen sie drauf. 40 Stück. Das können wir zumachen, das große Lagerhaus. Da stehen 10 drinne und wir sind aber dran am Arbeiten. Das heißt, das hier müsste eigentlich... Ja, sind wir doch gerade dran, ne? Ist doch der hier, ne? Der Preis steigt gerade, jawohl. So, jetzt noch die Frage, wie viel sind hier drin? 10er. Also wir haben ja immer ein bisschen auf Lager. Der hält aber woanders an, der gehört also nicht dazu. Der ist leer und der wird gerade beladen oder wurde gerade beladen. Das heißt eigentlich, ah, jetzt ist hier schon schlecht, das heißt nicht mehr schrecklich, sondern schlecht, das heißt, das muss hier funktionieren. Irgendwann wird das gleich weg sein, hoffe ich. So, das heißt, ich mache nee, den nicht zu. Wo fährt denn der jetzt hin hier abliefern? Der fährt jetzt einfach durch, ne? Die brauchen noch die Stimme, warum fährt er durch? Warum nehmen die nichts an? Er hat die schon übereinander gepackt oder was? Fahrzeuge können entladen das, aber sie tun es nicht. Das ist damit verbunden. Komisch. Welche Fahrzeuge waren das jetzt? Dieses. Also die laden und die können entladen. Und entladen ist ja hier. Der fährt jetzt auch wieder hin. Das verstehe wer will, ne? Dass die da nicht entladen. Lagerhaus ist voll. So sieht's aus. Deswegen entladen die da nicht. Und er hat keine Verbindung zum Lagerhaus. Du glaubst es doch nicht, oder? Ah. Wieso klappt das nicht? Das würde ja bedeuten, ich muss das Lagerhaus abreißen, ne? Das ist knapp raus, ne? Shit. Wie kriegen wir das da hin?
Gute Frage. Ich denke, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.